Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Drogeriehaul für dich, denn ich war bei Rossmann vor Ort und bei DM habe ich online bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit Rossmann. Da habe ich mir diese süße kleine Tasche übrigens auch gekauft, tatsächlich, als ich dort an der Kasse stand. Ich fand die so niedlich und das ist halt so eine total tolle Umhängetasche. Also, ich finde die klasse, ne? Und die ist natürlich jetzt auch schön gefüllt mit Produkten, die ich interessant fand, die ich auch in anderen Videos schon gesehen habe, aus Limited Editions. Mein Bon ist auch noch am Start, der läuft. Da habe ich mir einmal geholt die Rival Loves Me On My Desk Face Palette. Die, also, was soll ich sagen? Ich bin eigentlich kein Fan von Face Paletten. Die hat es mir aber angetan, weil ich die Töne ansprechend fand. Na, die ist natürlich noch zu, ne? Ist klar. Genau, und weil ich sonst, sogar hier Notizen reinmache, wenn du lustig bist, sonst habe ich immer das Problem, dass mir die Töne nicht wirklich passen oder ich sagen muss, ah, ein Großteil der Töne passen bei mir nicht. Aber hier ist der einzige Ton, der mir wahrscheinlich nicht passen wird, dieses ganz dunkle Rot hier oben in der Ecke. Die anderen Töne sehen echt toll aus, muss ich sagen. Also ein schöner Contouring-Ton, ein schöner Bronzer-Ton, ein schöner Highlighter für den Winter, ein schöner Highlighter für den Sommer, ein wundervoller Blush. Was will ich mehr, ne? Und das war dann halt der Grund, weswegen ich gesagt habe, komm, die packe ich mal ein, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Warum eigentlich nicht, ne? Genau. So, und dann habe ich mir als nächstes, auch aus dieser gleichen Limited Edition, diesen schwierigen, umstrittenen Augenbrauenstift geholt. Das ist auch Rival Loves Me On My Desk, der 4-Brow Liner. Hier ist halt das Problem, dass du natürlich unterschiedliche Augenbrauenfarben da drin haben wirst. Und gerade ich, die ja normalerweise wirklich eher auf aschige Töne gehen muss, weil ansonsten sieht alles bei mir komisch aus, oder halt nicht zu dunkle Töne nehmen sollte, wird er vielleicht ihre Probleme mit haben. Aber ich wollte es trotzdem einfach mal ausprobieren, um dem Ding einfach mal eine Chance zu geben. Müssen wir mal schauen. Das ist halt so aufgebaut. Ich weiß gar nicht, welche Marke das auch schon mal hatte. Wie so ein Stift, den man damals in der Schule hatte, wo man so unterschiedliche Farben und Minen raushauen konnte. Ich hatte das damals mit Rot, Blau, Schwarz. Dann hatte ich noch irgendwie dabei noch einen Textmarker, einen kleinen. Eine Bleistiftmine hatte ich auch noch mit dabei. Und ja, hier haben wir halt, die ist so geil. Ich weiß jetzt nur nicht, wie man da, ach so, wenn man hier dreht, dreht man da wahrscheinlich Produkt raus, aber ich will jetzt auch nicht, ne, zu viel Produkt rausdrehen, weil sonst stehe ich da mit meinem schmalen Hemd und kriege das nicht wieder zurückgedreht. So eine ganz feine Mine kommt dann da raus, da kann man das verwenden. Und der ist richtig, richtig hell. Ist ja zu hell. Ich weiß gar nicht, wer sowas tragen soll. Ich swatche die jetzt mal alle nacheinander kurz hier durch. Das wäre einfach mal so ein... Oh, der ist gut. Einen Überblick über die Farbrange haben. Also mir macht es Spaß, muss ich sagen, diese unterschiedlichen Minen rauszuproppen. Hier haben wir dann einmal die Swatches. Ach, das kann funktionieren, ne? Vielleicht muss ich den einen oder anderen Ton auch mal ein bisschen mischen. Aber das ließ sich jetzt schön auftragen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Muss ich mal ausprobieren, wie das so funktioniert mit uns beiden. Dann habe ich mir auch noch geholt aus der So Pure oder Pure Limited Edition von Rival de Loop. Einmal das Setting Powder, das ist vegan, 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Und ja, das ist einfach ein loses Puder, was ich einfach mal ausprobieren wollte. Da hatte ja Rival Meets Q10 auch ein ganz tolles unteres Augenpuder rausgebracht, was bei mir aber echt weiß aussieht. Aber das gucken wir uns einfach mal an. Dann habe ich hier auch noch aus der Limited Edition mir mitgenommen die BB Cream. Ich habe mir gedacht, komm, ich traue mich mal, weil ansonsten ist es so, wenn in der LE halt BB Creams drin sind, wo du keine Farbe auswählen kannst, ist sie mir meistens zu gelb oder orange auf dem Gesicht, ne? Aber die habe ich jetzt einfach mal ganz mutig mitgenommen, um sie auszuprobieren. Mal schauen. Und als letztes habe ich hier auch noch die Mascara mitgenommen. Jo, warum eigentlich nicht, ne? Ich hoffe, dass sie nicht zu natürlich ist, obwohl die LE-Bezeichnung es wahrscheinlich vermuten lässt. Aber wir müssen mal schauen. Ja, das war schon mein kleiner Rossmann-Einkauf. Und so langsam kriege ich Durst. Ich habe hier nämlich was. Da ist ein neues Waterdrop drin, was ich jetzt live mit euch das erste Mal probiere. Riecht säuerlich. Pff,
Vorher war hier keine Kohlensäure in dem Wasser drin und jetzt schmeckt es, als wäre da Kohlensäure drin. Das ist ja interessant. Also es schmeckt lecker, aber ungewohnt für Waterdrop, muss ich gestehen. Das prickelt so richtig. Das ist richtig erfrischend. Finde ich lecker. Jetzt zeige ich euch auch, das, was es ist. Ich habe eine Kooperation mit Waterdrop. Da kriegt ihr mit Claudi YouTube ab 5 Euro, ach Quatsch, ab 25 Euro Bestellwert. Nicht andersrum, nein. 5 Euro Rabatt. Und genau, da bekomme ich ab und an auch Produktpakete zugeschickt. Und da es die Produkte auch bei Rossmann zum Beispiel zu kaufen gibt, habe ich mir gedacht, dass es Sinn macht, dass ich dieses Paket hier einfach mit reinnehme. So schaut das immer aus, wenn ich das PR-Paket bekomme. Und Waterdrop ist einfach eine tolle Alternative, um einfach ein bisschen mehr zu trinken. Ne? Weil du einfach wieder Geschmack in dein Wasser reinbekommst. Hier steht es auch drin, drink more water. Wir kennen ja alle diese wundervolle Werbung hier auf YouTube. Und ja, hier haben wir dann die neue Sorte drin. Ich finde die wirklich lecker. Die heißt Vibe. Das ist eine Limited Edition. Das ist diese hier. Und wir haben hier drin Physalis, Rosmarin und Pfefferminze. Ach, guck mal, das ist das Frische, was ich da auch so geschmeckt habe. Weil das so kräuterig auch noch schmeckt, ne? Fruchtig, frisch. Mag ich. Und da hast du dann hier halt immer deine Drops drin. Die sind dann einzeln verpackt. Und die lösen sich dann in dem Wasser entsprechend auf. Ich mache die normalerweise, ne, ein Drop in ein Liter Wasser. Das war jetzt einfach mal, um den Geschmack intensiv auszuprobieren. Und ja, ne, aber finde ich sehr geil. Die werden jetzt auch öfters von mir im Video gezeigt werden und aufgetrunken werden, denn ich liebe sie. Also da kann ich echt nicht genug von haben. Und ja, hier haben wir dann auch die entsprechende Flasche dazu. Da bekommen wir immer so eine Umverpackung, dass das Ding halt transportgesichert ist. Finde ich auch ganz cool. Das kann man auch super weiterverwenden, wenn man möchte. Und das hier ist dann die neue Vibe-Flasche. Finde ich auch schön. Da haben wir hier immer so ein ja, Ding drum zu. Das ist so Neopren-mäßig. Ne? Das ist zum einen, damit man es zum Beispiel so einfach auf Reisen ist gut, irgendwo am Fahrrad oder so mitnehmen kann. Ne? Das ist halt so ein Haltegriff. Und zum anderen, damit das Getränk halt hier auch gekühlt oder wärmer drin bleibt, je nachdem, ob man sich Micro-Drink oder Micro-Tea macht. Aber eigentlich machst du dir in solchen Flaschen eher die Micro-Drinks. Und ja, ist das nicht schön? Also es erinnert schon wieder an Herbst, ja, man muss es wirklich sagen. Aber ich mag dieses Petrol mega gerne. Wirkt jetzt in der Kamera etwas türkiser, ist in Wahrheit etwas dunkler tatsächlich. Und ja, das ist die Flasche. Ne? Kann man optional sich natürlich kaufen. Die Waterdrops kannst du dir auch ganz normal in dein Glas machen, so wie ich das hier gemacht habe. Also Prost. Ne? Hm. Ich mag den. Ich mag den wirklich. Und hier sind auch noch Sticker mit dabei. Das finde ich sehr interessant. Das ist die Waterdrop Sticker Collection. Kannst du dir überall draufkleben. Weiß aber nicht wohin, aber finde ich witzig, muss ich gestehen. Kann ich demnächst, wenn ich Verlosungen mache und dann ne, Karten schreibe, einfach auf die Karte mit draufkleben, dann bekommen wir das. Süß, doch, gefällt mir auf jeden Fall. Da haben die eine schöne neue Sorte rausgebracht. Und ja, jetzt, wie gesagt, Claudi YouTube, ne, wenn ihr möchtet, 5 Euro Rabatt sparen. Jetzt kommen wir mal zu dem DM-Haul. Ja, ich habe online bestellt und da ist mir das ein oder andere in die Hände gefallen und ich weiß ich nicht, fange jetzt einfach mal mittendrin an. Ich habe Waschlappen gesehen, die ich süß fand und die sind für Kinder und die habe ich mitgenommen. Ich habe kein Kind, aber ich habe ein, ich habe mehrere Neffen und ja, sowas ist doch voll niedlich. Ist das süß? Ist das eine Kuh? Ist eine süße Kuh? Claudia hat einen echten Eierwandern, ich weiß das wohl, ne? Aber allein wenn ich mir vorstelle, dass man damit so ein kleines Kind und dann mit den Händen, ach Mensch, ja, ich weiß, es ist verrückt, 3,95 hat das gekostet, ich blende euch die Preise so oder so ein und dann habe ich auch noch die Küken mitgenommen, ich finde es auch immer ganz schön, wenn das jetzt nicht unbedingt auf Junge oder Mädchen getrimmt ist, ne? Muss ich da viel zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach niedlich. Ne? Und ab und an hole ich, wenn ich in einer bestimmten, wie soll ich das sagen? Wenn ich gerade meinen Eisprung habe, dann bin ich ein bisschen weird drauf. Ne? Und dann wandern solche Dinge auch einfach mal in meinen Warenkorb. Ja, es ist hardcore.
Es ist vor allem Hardcore, was ich euch jetzt zeigen werde, denn auch das ist etwas, was ich in dieser Zeit halt ja natürlich geholt habe. Aber da steckt ein Grundgedanke hinter, denn unser Neffe, der ist ungefähr 3 und dieses Gedöns ist ab 3 und das ist von Kindsgut und das ist ein Musikinstrumentenset. Ja. Ich habe die Musikinstrumente hier eben mal rausgenommen, denn von dem Neffen, den ich da im Blick habe, der auch sehr bald Geburtstag hat, Richtung Herbst, der Vater ist Musiker, die Tante, moi, ist auch Musikerin, aber sein Vater halt noch ein bisschen intensiver. Und vielleicht wollte ich auch ein bisschen frech sein, weil meine Schwägerin und Schwager und mein Freund und ich uns immer gerne so Augenzwinkergeschenke machen. Also die haben uns auch schon so ganz interessante, dekorative und riesengroße Produkte geschenkt, einfach so aus Spaß, ne? Und so sehr ernst übergeben, so nach dem Motto, wunderschönes Produkt und wir erwarten, dass ihr euch das auch auf jeden Fall in den Garten stellt. Und dann kam leider irgendwann ein Sturm oder so und hat das Ding dann leider mitgenommen. So, so ähnlich habe ich auch bei diesem Musikinstrumentenset gedacht, was aber auch so einen leicht pädagogischen Hintergedanken natürlich mit dabei hat. By the way, die Mutter ist Pädagogin. Natürlich musste hier eine Gitarre mit drin sein und das ist für mich so dieses Herzstück. Das ist nicht nur mit einem Augenzwinkern, sondern auch mit einem sehr herzlichen Hintergedanken, weil ich selber ja auch Gitarre spiele. Und wenn ich dann so meinen kleinen Neffen mit dieser kleinen Gitarre sehe, ich glaube, da geht mir das Herz auf. Und ich glaube auch, dass seinem Vater das Herz aufgehen wird, weil er ist auch, der spielt Gitarre halt, ne? Und ja, ist halt nicht gestimmt und alles. Es ist halt einfach eine Spielkind-Gitarre, aber ich finde es total schön. Es ist aus Holz, es fühlt sich echt hochwertig und gut an. Man hat hier keine Kanten oder Grate, weiß ich nicht. Es fühlt sich echt hochwertig an, ne? Also dafür, dass es ein Spielzeug sein soll. Ich meine, das Set hat ja auch seine 40 Euro gekostet, ne? Lassen wir mal die Kirche im Dorf, dass das jetzt nicht alles nur mit einem Augenzwinkern. Aber es ist schon cool und ich glaube, dass die sich darüber auch freuen werden. Etwas, was sie aber wahrscheinlich eher in den Wahnsinn treiben wird, als dass es sie erfreuen wird, sind zum Beispiel diese wundervollen Rasseln, die auch in diesem Set mit dabei waren. Wobei, die gehen ja noch von der Lautstärke her, ne? Aber da kann mein kleiner Neffe, glaube ich, auch schon ziemlich mit eskalieren. Und er kann die auch so als Trommel oder sonst irgendwas verwenden. Ja, aber es ist ein Spielzeug. Nein, auch die fühlen sich schön an, die sind hochwertig, finde ich auch cool. Und als letztes ist hier aber etwas mit drin, natürlich darf eine Trommel nicht fehlen. Die hat ja auch so Rasseln mit dabei. Und da hängt ein Haar von mir. Und da kannst du auch mit trommeln, ne? Ich glaube, dass er damit seine Eltern in den Wahnsinn treiben wird. Und es tut mir nicht leid. Ja, ich find's witzig. Habe ich gesehen, musste mit. Und also hätte ich das als Kind bekommen, hätte ich mich tierisch gefreut. Ich finde das ziemlich cool. Ja, so viel zu eskalative Kindersachen. Dann habe ich noch etwas für Sammy mitgenommen. Der kriegt ab und an ja auch mal Nassfutter von uns. Da habe ich jetzt hier Omas Küchenklassiker Schlemmerpfanne reich an Rind mit Paprika und Kartoffel von Dein Bestes. Ne, da haben wir hier ordentlich so ein 6er-Tray. Da kommt man ganz gut mit aus. Und Sammy mag es halt ganz gerne, wenn ich in sein Trockenfutter 1-2 Löffel von dem noch mit reinmische. Und dann frisst er einfach besser, weil manchmal frisst er halt nicht so gut und dann gebe ich sowas gerne mit rein. Oder ich gebe ihm halt einfach mal so eine Dose, ne, so als entweder oder, ne, als Frühstück oder Abendessen oder so. Und ja, mag er ganz gerne. Also da hat er sich noch nicht drüber beschwert. Ich glaube, die Sorte hat er jetzt so noch nicht probiert, aber ne, das ist auf jeden Fall was für ihn. Dann habe ich auch ein bisschen was für uns Menschen mit zu essen genommen. Vor allem für mich, weniger für meinen Freund. Pamela Reif ist jetzt ja auch im DM vertreten und da gibt es auch die Produkte online zu kaufen. Naturally Pam bei Pamela Reif Granola, Crunchy Classic und es sieht echt ansprechend aus. Und ich habe das letztens bei El Anilo gesehen. Die hat es, also Özlem, die hat es auch getestet im Video und das sah so ansprechend aus. Also da habe ich echt Bock drauf gekriegt und deswegen habe ich das jetzt auch bestellt. Jo. Ne? Durfte mit. So. Mache ich jetzt. Erstmal mache ich hier Haushalt, ne? Der Klassiker, der natürlich mit musste und was immer mit muss, ist Klopapier. Da haben wir hier die Recycling-Geschichte in der XXL-Verpackung mit 16 Rollen. Ist mal ein Brecher, ne? Aber da kommt man wenigstens mal ein bisschen länger mit hin. Und hey, da sind Schmetterlinge drauf gedruckt, ne? Das ist schon mal ziemlich cool. Dann habe ich ein bisschen rohrfrei mitgenommen. Ich mache jetzt ja aktuell meine Gesichtsmasken und die spüle ich ja ab. Und das ist halt das Blöde.
im Abfluss, ne, zusammen mit so Haaren und was da nicht alle reinkommt, Zahnpasta und so, sammelt sich die ganze Geschichte. Und da muss man halt irgendwann mal das Rohr wieder freikriegen. Und bevor mein Freund wieder den kompletten Siphon aufschrauben muss und einen Anfall bekommt, habe ich jetzt rohrfrei gekauft. Das ist Rorax Action Rohrfrei Bio Power Gel. Ich habe mir halt irgendwie eingebildet, dass wenn ich auch ein Bio-Produkt nehme, dass es nicht ganz so schädlich für die Umwelt ist. Ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert. Es ist eine Bio-Haarlöseformel, wie auch immer das funktioniert. Nachtaktivformel, kraftvoll gegen Rohrverstopfung, stoppt Gerüche. Läuft. Garantiert geprüft, sicher. Sicher für alle Rohre. Ja, guck. Ne? Das finde ich schön. Und das lässt du über Nacht einwirken am besten. Ein Viertel der Flasche, 2 Tassen heißes Wasser, über Nacht einwirken lassen und dann wirkt das selbstständig. Das ist auch interessant, ne? Also das ist halt kein so ein exzessives Produkt, was du halt nach 20 Minuten direkt ausspülen kannst. Es braucht halt seine Zeit, aber dem Produkt lasse ich seine Zeit. Dann ist es okay. Das war übrigens jetzt mein Schuh, wo ich halb drüber gefahren bin. Läuft. Ja, ne? Die Hausfrau spricht hier mal wieder. Dann habe ich hier ein Fleckenspray, Deo und Schweiß gegen Deo und Gerüche und Schweißrückstände von Dr. Beckmann. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren, weil wir haben halt viele weiße T-Shirts, wo man sich halt eben durch diese ganzen Deo- und Schweißfleckengedönsen echt so diese gelben Viecher angeeignet hat. Und bevor ich das Shirt wegschmeiße, wollte ich es einfach mal hier mit probieren, denn ich habe in der Vergangenheit immer wieder so viele weiße T-Shirts von meinem Freund oder auch von mir weggeschmissen, eben wegen diesen weißen gelben Rändern, und das finde ich doof. Und vielleicht hilft das ja. Und Dr. Beckmann ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, deswegen wird das jetzt bei uns in Einsatz kommen und ausprobiert werden. Die brauchte ich jetzt auch mal wieder. Das sind diese Allzweck-Feuchttücher. Die brauchen wir immer mal wieder für die verschiedensten Dinge. Ich weiß, dass wenn ich so eine Packung bei uns in die Küche lege, dass mein Freund dann auch öfters mal einfach über die Oberflächen wischt. Ich weiß nicht, was darin so schlimm ist, sich einfach mal einen Spüllappen zu nehmen, den unter das Wasser zu halten und damit dann über die Oberflächen zu wischen. Wahrscheinlich, weil man auch nochmal trocken hinterherwischen muss. Ich habe keine Ahnung. Es scheint aber definitiv besser zu funktionieren, wenn ich einfach so ein Ding in die Küche lege oder in den betreffenden Raum, weil das irgendwie meinen Freund dazu animiert, mitzumachen mit meinem Putzgedönsen. Ist, wie es ist. Ja, aber es hilft mir einfach. Da habe ich einmal die Geruchsrichtung Wassermelone genommen und einmal Limette und Basilikum. Ne? Kann man machen. Dann habe ich noch was für unser Klo mitgenommen, und zwar Echo Toilet Block. Da bin ich ja letztens so ein bisschen, ne, mit einem kleinen Fail unterwegs gewesen, habe da von Frosch was geholt und dachte, hey, cool, das kannst du einfach reinklippen. Leider haben wir ein spülrandloses Klo. Natürlich kannst du das nirgendwo reinklippen. Wo soll das denn halten, Claudia? Hat sie nicht nachgedacht. Und das hier kannst du einfach festkleben. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr zuspackt. Aber gut, das ist Toilet Tapes Eco Toilet Block Floral Fest. Das fand ich auch süß. For a happy toilet und 90% weniger Plastik. Ja, also ich wünsche mir definitiv, dass unsere Toilette dann dadurch glücklich wird, ne? Und werde euch dann im aufgebrauchten Video davon berichten. Das wird dann in Einsatz kommen. Oh, das riecht echt angenehm. Oh, das riecht sehr, sehr geil. Das mag ich. Riecht sehr parfümiert. Also das ist ein ganz toller, mag ich gerne Leinenduft. Das ist schön. Und das machst du dann, du klebst einfach ran an den, ne, Außenrum zu. Dann habe ich auch wieder feuchtes Toilettenpapier mitgenommen, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass es deutlich angenehmer ist, mir damit den Popes abzuwischen. Ist einfach so. Manchmal, ne? Ist es einfach schöner, wenn man feuchtes Toilettenpapier da hat. Ganz einfach. Da habe ich jetzt das von Tempo mitgenommen. 100% pflanzenbasierte Fasern, das ist doch nett. Reinigt besser als Toilettenpapier allein. Wer hätte das gedacht? Sicher herunterspülbar. Steht hier extra drauf. Das heißt, es kann man machen. Ich glaube den Leuten, mein Verwöhnmoment mit Meeresmineralien, ne, weißt du Bescheid. Ich habe übrigens auch gehört, dass sowas super sein soll, wenn man zum Beispiel seine Periode hat als Frau, ja, natürlich als Frau, dass man damit sich halt auch gut sauber halten kann und so weiter. Man muss halt immer bei solchen Produkten aufpassen, dass man dann nicht zu tief irgendwo oder wie auch immer zu, ne, ihr wisst Bescheid, Leute, dass man das halt wirklich nur oberflächlich anwendet. Und ich habe gehört, dass es sehr angenehm sein soll. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, ne, mal gucken. Aufgebrauchvideo folgt. Dann haben wir hier noch Glitzy-Schwämmchen gekauft, beziehungsweise ich, denn ich saß halt gerade am Laptop warm bestellen, hat meinen Freund gefragt, was brauchen wir, und da hat er gesagt, Glitzy-Schwämme, alles klar, habe ich die von Weleda eingepackt. 6er Sparpack ist doch relativ günstig, und ich finde, die von Weleda sind halt auch mit die
die irgendwie am besten sind. Du hast nämlich auf, also die finde ich halt so geil, ne? Du hast auf dieser Seite diese, wie so ein Spültuchoberfläche, dann hast du hier den ganz normalen Schwamm und hier hast du dann die ordentlich dolle reinigen Seite. Finde ich klasse und ja, komm, es gibt auch im Action natürlich diese 100 Stück für Schlag mich tot Euro, aber ich finde die hier wirklich am haltbarsten und irgendwie auch echt am effektivsten. Die funktionieren halt, die fusseln mir nicht auseinander und die funktionieren halt. Dann habe ich auch noch mitgenommen, weil ich das irgendwie, ich habe Ewigkeiten kein Waschpulver mehr gekauft. Das soll aber a. günstiger und b. besser für die Umwelt sein. Deswegen wollte ich das einfach mal wieder ausprobieren. Ich habe noch diese Geschichte von Denk mit Pro Nature Schlag mich tot Reihe Geschichte. Danach wollte ich aber das hier mal ausprobieren für strahlend weiß, Anti-Grau-Effekt, Flecklöseformel. Oh, ich hoffe, dass man das trotzdem aber auch für Mischwundwäsche nehmen kann, weißt du? Limited Edition ist das. Duftprobe hier riechen. Ja, riecht angenehm. Ja gut, strahlendes Weiß. Muss ich mich nochmal einlesen, ob man das halt auch für Buntwäsche nehmen kann. Das ist ja blöd. Da steht einfach nur, dass es nicht vergraut oder so, ne? Ach, keine Ahnung. Das wird mir ja wohl nicht die Farbe aus den Fasern rausziehen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ich das Waschpulver dann auch tatsächlich für Buntwäsche nehmen darf. Als nächstes habe ich etwas, was ich aufgrund meiner Bananenfreude einfach eingepackt habe. Und zwar von Profissimo Tropische Bananenpalme. Das ist so ein Raumduft und sowas mag ich ja ganz gerne. Das stelle ich bei uns in die Küche oder ins Badezimmer, ins Gästebad oder. Und da ist es immer gut aufgehoben oder ins Wohnzimmer. Und ja. Ne, das funktioniert immer ganz gut. Ich bin gespannt, wie intensiv der Duft sein wird. Das ist halt, ne, kennt man ja. Du hast hier einfach unten dieses Glasvieh. Dann hast du hier diese Stäbchen, die kannst du da reinstecken, je nach Intensität du das haben möchtest. So viele Stäbchen nimmst du. Ich nehme meistens alle, weil wir relativ große Räume haben. Und Bananenpalme stelle ich mir sehr schön vom Duft her vor. Worte. Wir haben jetzt hier nirgendwo eine Duft. Probe dran, glaube ich. Ne? Schade. Hätte jetzt sein können, aber nein. Wird dann demnächst in Anwendung kommen. Freue ich mich drauf. So, und als letztes habe ich noch zwei dekorative Kosmetikprodukte. Da habe ich mir einmal geholt und ich hätte nicht gedacht, dass er so dunkel ist. Von NYX den California Beamin? Okay, Bronzer in der Farbe Free Spirit. Das ist dieser hier. Ich plane nämlich ein Full Face NYX. Und ja, da soll der auf jeden Fall mal mit reinkommen. Den wollte ich ausprobieren. Der hat, glaube ich, auch so einen leichten Schimmer mit dabei. Da muss man ein bisschen schauen. Aber ich mag jetzt zum Beispiel auch ganz gerne den Hoola Glow Bronzer. Das ist auch so eine Art Bronzer-Topper, ne? Und den kann man dann wahrscheinlich da so drüber geben. Der hat nämlich auch so einen richtigen Schimmer mit dabei. Das ist auch als Face and Body Bronzer immer aufgeführt und da haben wir nämlich richtig viel Produkt drin. 14 Gramm, das ist ganz schön viel, finde ich. Fühlt sich sehr weich an und ja, er schimmert sehr doll. Also das definitiv. Muss man ein bisschen aufpassen. Oha. Nee, aber der sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich glaube, den mag ich. Also der hat was Rötliches, aber ich glaube, das haben alle NYX Bronzer irgendwie, ne? Finde ich sehr verwirrend. Den muss ich mir dann sehr leicht auftragen, weil ansonsten wirkt das auf meinem Gesicht zu warm. Das geht nicht. Aber der wird ausprobiert. Das finde ich cool. So, und das Letzte, was ich mir geholt habe, ist eine neue Palette von BH Cosmetics. Da war ich sehr gespannt drauf. Na, das stimmt wohl. Ich weiß gar nicht, wie hat er das denn gesagt? Dass das Packaging-Design halt nicht mehr so wunderschön ist, wie es halt mal war. Ja, das ist die Saint-Tropez Lidschattenpalette und die hat diese wunderschönen matten und schimmernden Töne. Sieht sehr ansprechend aus, muss ich sagen. Gerade dieses Gelb gefällt mir. Damit kann ich auch einen ähnlichen Look schminken wie den, den ich heute drauf habe. Ne? Da würde ich mir einfach das Gelb komplett auf mein bewegliches Lid und auch schon ein bisschen in die Lidfalte geben. Dann würde ich Muria nehmen, um das einfach hier in meiner Lidfalte aufzutragen und da so eine Art Cut Crease selber zu gestalten. Dann würde ich mir nehmen den Pleck Tahiti, das ist dieser Ton, um ihn an den unteren Wimpernkranz zu geben. Wenn man den grünlicher haben möchte, kann man den natürlich noch mit dem Templon mischen, so ein bisschen. Dann wird es jetzt ein bisschen verwirrender. Genau, Côte d'Azur, den würde ich nehmen. Und den mir auf mein komplettes bewegliches Lid auftragen. Da habe ich jetzt ja auch so einen grünen Schimmerton. Das wäre dann wahrscheinlich etwas dunkler als das, was ich jetzt drauf habe. Und für mein Inner Corner Highlight würde ich nehmen den Anon
Enunciate, den hier. Und damit hätte ich dann so in etwa das nachgeschminkt, was ich jetzt gerade mit der Anastasia Beverly Hills Mini Norvina Pro Pigment Palette Volume 2 geschminkt habe. Aber so in der Art, ne? Du kannst ja im Prinzip jeden Look irgendwie versuchen, auch nachzubilden mit anderen Paletten. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Und ja, aber den stelle ich mir echt toll vor und ich habe da Bock drauf. Tatsächlich, den Palette stelle ich mir toll vor, ganz genau. Ja, ne? Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein DM-Haul. Und Rossmann war auch mit dabei, genau, DM und Rossmann, mein Drogerie-Haul. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, welches Produkt aus der Drogerie bei dir zuletzt eingezogen ist. Das würde mich echt interessieren. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!